So, und weiter geht's bei Uncharted The Lost Legacy. Und ja, wir kämpfen uns noch weiterhin zum Zug durch. Hoffentlich kommen wir auch bald mal an, das wird langsam Tiet. Achso. Rumkraxeln. Nein, ich will noch da unten hin. Ja, genau. Hey, wir sind fast da. Ah, genau. Wir sind nicht mehr weit weg. Sam, du kannst mein Seil nehmen. Geh vor, er kann meins nehmen. Ich bin endlich im Seilclub. Ich fühle mich geehrt. Wo ist das Schätzelein? Scheiß auf das Schätzelein. Müssen wir nach oben kraxeln. Wir sollen da doch sicherlich durchs Fenster, oder? Da gehe ich doch mal stark aus. Vorsichtig. Na los. Vorsichtig. Wir sind hier garantiert nicht allein. Ich hab dein Seil. Danke. Oh, da hinten läuft schon einer, ich sehe das. Na großartig, das wird ja immer besser. Mit was hast du denn erwartet? Mit Shoreline müssen das mindestens ein paar Dutzend Leute sein. Moment. Was ist in der Kiste? Waffen, Munition vielleicht? Vielleicht. Ich dachte, Shoreline handelt nicht mit Waffen. Wir... Sie tun das auch nicht. Nein. Vergesst die Kiste. Wo ist der Stoßzahn? Also da ist der Surf mit... Orca. Wer? Mein ehemaliger Leutnant. Ich erinnere mich an den. Ja, da ist er mit seiner schicken Fukuhila. Stimmt. Sie hat's kapiert. Okay, die Sache ist gelaufen. Dein Freund Orca hat den Stoßzahn. Aber nicht mehr lange. Hey, wo, stopp. Wir brauchen Plan, Leute. Wie gesagt, da drin sind ein paar Dutzend Männer. Bleib locker. Dann lebst du länger. Ich bin so stolz. Was passiert hier? Ja, das ist ein... Warte, Leute, nichts Neues von den Wachposten, also säubern wir das Gebiet. Passt besonders auf Miss Ross auf. Roger. Ja. So, okay. Der Heli hat abgehoben. Da verschwindet unser Zahn. Ah, guck mal, da haben wir Gras. Das heißt, wir machen mal ein bisschen Stealth-Action. Oh, da wollte ich gar nicht... Okay, genau. Da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Du sollst eigentlich nach oben klettern, dankeschön. Mein Bruder sagt ständig, ich soll es nicht. Ja, ich habe kein einziges Wort. Du musst dein Portfolio diversifizieren. Wir Waffen raus. Ist schon gut. Ja, toll. Das kann ein Spaß werden. Oh, ja, toll. Die mit ihren scheiß Granaten oder Raketenwerfern immer, du. Was für Luschen. Nach oben, nach oben. Heli hat abgehoben. Da verschwindet unser Zahn. Nein. Diese Rebellen sind genau mein Scheiße. Ich hoffe, sie sind doch gut abgesichert. Hab meinen Anteil von sich fallen. Ich hab noch ein bisschen. Mein Bruder sagt ständig, ich soll ihn wissen hier. Du? Aufgepasst! Ich habe was! Sieh nach und. Nein, du hast nichts. Oh, Alter. Ah, Mensch! Lass dich fallen. Au, 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 au. Wo schießen sie denn? Ich sehe keinen. Hä? Scheiße. Greif von der Seite an! Das soll ja wieder ein Spaß werden hier, ey.
ich gewinne. Halt sie auf! Was? Das hat er überlebt? Ich gehe über die Seite. So, wir müssen uns mal die Sniper ausknipsen. Ah, der hat gesessen. So, nicht gegen das Mikrofon hauen, das ist nicht schön. Oh, komm, Leute. Leute. Nochmal. Diese Rebellen sind genau mein Ding. Hoffe, sie sind auch gut abgesichert. Ja, wem sagst du das? Hab meinen Anteil von der Insel fast verpulvert. Ich hab noch ein bisschen. Mein Bruder sagt ständig, ich soll investieren. Du investieren? Viel Glück. Ja, Bro. Ich hab kein einziges Wort von ihm verstanden. Du musst dein Portfolio diversifizieren. Wir, Waffen, Frauen. Ist schon diversifiziert. So, nun trennt euch mal. Ich will euch nämlich beide mal ein bisschen erlösen. Genau, damit ich das sehe. So, das ist das nämlich, was ich die ganze Zeit machen wollte, aber was ich irgendwie immer verkackt habe. So, müssen wir mal schauen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Da können wir rüber. Da können wir rüber. Eine wollte ich gar nicht hin. So. Ach, komm doch mal hoch jetzt. Knack. Hier oben war doch auch einer, oder? Okay, anscheinend nicht. Oh, hier unten war aber eben einer. Zwei sogar. Moment mal. Nein. Pass auf. Jetzt ganz ruhig. Ich glaube, wir sind zu dritt. Die schaffe ich nicht alle. Ja, genau. Jetzt drehe ich einmal um, dann kann ich die schön von hinten knacken. Na komm. Ja, mal. Na? Ich dachte, er dreht sich um. Na komm, du meintest so. Und fertig. So, dann holen wir uns noch den. Oder auch nicht. Aber lass uns vielleicht mal kurz blicken. Hallo, Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Na komm. Mein. Hallo? Alter, also, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ah, toll, ey. Ganz toll. Ich checke diesen Bereich. Volltreffer. Nicht schlecht. Steckst in der Scheiße. Oh, das ist doch nicht wahr. Schon wieder krepiert. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Ey, das ist aber auch ein Nervkram. So, da oben laufen zwei von den Dingen.
Heli hat abgehoben. Da verschwindet unser Zahn. Nein. Wir wollen hier erstmal auf. Ah, okay, jetzt kommt der andere. Na, komm her. So, der ist auch hin. Okay, die ganzen roten Kissen interessieren mich. Da müssten eigentlich vernünftige Waffen dran sein. Vorsichtig sein. Mal gucken, was haben wir denn Schönes. Oh. Die Frage ist, müssen wir dann mit den Heli abballern? Ich lege jetzt mal das erstmal zur Seite. Wo laufen die denn rum? Das wird, glaube ich, so nix. Ja. Können wir hier irgendwo lang? Ah, hier geht es auch. Sehr gut. Wollen wir jetzt hier rüber, oder? Oh, lass mich doch... Ja! Wir müssen den Heli runterholen! Ey, seid ihr Scherzkeks, ey. Ich werde die ganze Zeit blockiert oder sonst irgendwas. Die sind dahinter! Ich nehme erstmal das Ding. Ja. Oh, muss ich denn alles selber machen? Schaltet sie aus! Ja! Runter! Scheiße, Kugeln helfen dir absolut nicht! Granate! Ey, krieg ich's heute nochmal hin? Krieg ich's heute nochmal hin? Ich stell mich gerade so scheiße an. So. Kann doch nicht so schwer sein. So, normal. Ich wäre es mal schlauer gewesen, hätten wir die ganzen roten Kisten. Wenn wir die ganzen roten Kisten mal weggenommen hätten. Scheiße, Kugeln helfen mir absolut nicht. Allerdings, ja. Nichts macht hier. Das Ganze ist voll ausknipsen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass die nochmal nachspawnen. Nichts, ne? Keine roten Kisten oder sonst was. Ma, hier nicht. Ma. Oh. Okay, ich habe gar nicht gesehen, dass da noch einer ist.
Das ist auch sehr schön. Immer wenigstens sind die Safe Points wenigstens vernünftig gesetzt, dass man nicht jedes Mal komplett neu starten muss. Aber wir müssen gucken. Versuchen wir zu der anderen roten Kiste zu kommen. Sniper. Wenn wir wissen, warum die immer durch sämtliche Mauern und sonst was durchschießen können. Und wir sind immer die gekniffenen. Ah. Dann mache ich den. So, was können wir kriegen? Meinst du, das ist sicher? Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie gesagt hat. Aus der Sonne! Die treffen auch überall, das ist der Wahnsinn. So, haben wir hier vielleicht irgendwas schallgedämpft? Da, guck mal, hier liegt die schallgedämpfte Waffe. Hier, wo wir es brauchen können, weißt du? Seile im Helikopter. Na komm. Seile im Helikopter müssen wir ja. Wie sollen wir denn da hochkommen? Dann müssen wir ja hier irgendwie. Ich muss jetzt mal ein bisschen durch die Gegend laufen, weil sonst bin ich gleich durch. Wir müssen irgendwie auf irgendein Dach rauf. Wir sind darüber! Wie sollen wir uns denn da um einklinken? Verstehe ich nicht. Ah, jetzt. Wird schon schief gehen! Heilige Scheiße! Oh, hi! Hände! Das war nicht so gut. Meine Güte, wir haben hier einen Schnitt.
Oh. Nochmal ein Freund. Nicht! Deine Brille ist kaputt. Ma'am? Wo siehst du aus? Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erstmal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süße. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Dann hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Stoßzahn, bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis oder du bist verzweifelter, als ich dachte. Hey, heute bekomme ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein. Denkst du wirklich, ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht? Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn! Verdammt. Du verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Fang! Runter! Schön. Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Ja, okay. Darf ich mal kurz sehen? Hey, ein Drittel davon gehört mir. Du teilst mit Chloe. Okay. Ich weiß, du bist neu in der Branche, aber so funktioniert das nicht. Sie ist als Servicepauschale. Hey, warte. Na, was nun? Das ist eine Bombe. Was? Oh mein Gott, Asaf hat den Zahn ausgetauscht. Gegen eine Bombe. Feuerwerk. Das ist groß. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Es ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Ich... Was? Na komm, schnapp dir ein Auto und los geht's. Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen. Okay, schön. Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße, ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Das hast du selbst gesagt. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden. Das ist nicht unser Kampf, sondern meiner. Wenn die Bombe in der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf, okay? Für alle Fälle, ja? So, auf geht's. Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus! Nein. Ich sitz vorne. Ja, komm, wollen wir jetzt lange diskutieren? Wir müssen los. Ich sitz hinten. Gut, folge der so. Brücke. Dann geben wir noch mal Gas.
Hat jemand eine Straße gesehen? Endstation. Ich mache meine eigenen Straßen. Okay, dann achte lieber weiter auf die Straße. Hey Sam, wolltest du fahren? Oh, falscher Weg. Eigentlich. Oh, Pech. Anschnallen, Großer. Ups. Das war natürlich schlau. Zum Glück ist das nicht mein Auto. Joa. Da! Ich sehe den Zug! Wir nähern uns! Nicht langsamer werden. Ich werde nicht langsamer. Scheiße Motorräder! Drängen Sie von der Straße ab! Erledigt! Hätte es uns auf den Weg gehen sollen! Haltet sie auf! Es ist vorbei! Das ist nicht dein Auto, Kumpel! Keine Anhalter! Keine Anhalter! Du wirst uns ganz nicht da! Wir zerlegen uns! Ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahre, aber egal. Zufälligerweise richtig. Sam, gib auf den Stoßzahn ab. Mach dir keine Sorgen. Hier, ich zieh dich auf. Komme. Beeil dich und spring. Ich hab dich ab. Das war mal richtig knapp. Boah. Viel Glück, Mann. Ob er es schafft? Das interessiert dich. Hauptsache, wir schaffen es erstmal. Er hat den Zahn. Hier soll irgendwo noch ein Schatz sein. Weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Gut, dann ist das unser Ziel. Wo ist der Schatz? Schatz. Naja, gut. Okay, das ist echt gefährlich. Allerdings. So, da oben. Was? Scheiße, nichts zum Klettern. Ich? Komm, dann müssen wir hier an der Seite lang. Hier drüben, sei vorsichtig. Yep. Nehmen wir die andere Seite. Wow, langsam. Überall sind Schätze angeblich. Ach, hier oben ist ein Schatz. Hier. Meins. Das gucken wir jetzt mal ausnahmsweise nicht an. Das ist irgendwie so eine Schatulle. Ich muss mich hier gerade so ein bisschen konzentrieren. Hier weiter. Sollen wir hier auch weiter? Kann auch so sein, dass wir einfach nach oben müssen. Muss ich hoch? Gerade nicht, wo wir weiterkommen. Aber ach, da an der Seite. Ah, guck mal. Okay, gut. Es geht voran. Ja, wo kommen, wann kommen die Gegner? Leute, wir haben immer noch das Überraschungsmoment. Ah, du sollst nicht zur Seite nach oben. Danke. Ah, warte mal.
Warum kann ich denn hier nicht hochkratzen? Das ist ja auch elend. Hey. Unterwischt. Tschüss. Fraser schnappt ihn in den Mittelhalt. Ach doch, Fraser kapiert das. Zack, Overnuss. Na, kommt noch wer? Weiter geht's. Nein, ich will raus, damit wir ein bisschen klettern können. So. Das werden wir schon mal sehen. Motorräder müssen das Motorräder sein lassen, sonst war das nix. Von deiner Neugierde! Achtung! Ich mach nichts auf dem Schneider! Und weiter! Wir müssen zur Lok! Wie schaut's mit den Motorrädern aus? Die sind alle weg, oder was? Schade aber auch. Ich glaube, es war ein Stückchen. Oh, die Penner halten uns auf. Wir müssen schneller sein. Jetzt haben wir schon wieder keine Moon mehr. Mist. Keinen Kopf. Ach, wenig, ein Fahrer. Na, wer möchte noch? Und Mist. Hier wird das Ende. Tschüss. Erledigt sie. Oh, ich gebe noch einen Zeiger, geht ihr mir. Du bist erledigt. Moin. Oh, war ich gar nicht gewollt. Wollen wir gleich zum Lok nach vorne?
Mist. Einer erledigt. Tschüss. Geschafft. Das war aufregend. Das war nicht ohne. Was hast du jetzt von deiner Neugierde? Wir fahren mal das ganz nach vorne. Oh. Okay, haben wir es doch nochmal geschafft, drauf zu gehen. Wieder blockiert! Wir müssen dran vorbei. Chloe, Achtung! Wir haben ein Geschütz! Halt den Kopf unten! Oh, auf die Goschen! Okay, Vorschläge, wie wir auf den Laster kommen? Aus der Nähe können wir uns dranhängen. Machst du Witze? Kennst mich doch. Aus der Nähe, okay. Dann mal los. Nadine! Ach, oh mein Gott! Ist richtig. Okay. Aber die Sohlen heiß. So. So. Soll ich das machen? Vielleicht nächstes Mal. Sechs. Weiter. Den Stoßzahn gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat das Sub monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Ich glaube, wir sind fast da. Also richtig. So, komm. Einmal, ein letztes Mal. Rührt sich nicht. Ich helfe dir. Das ist echt schwer. Los, ich halte sie. Okay, jetzt zu. Okay. In echt ist die ja viel größer. Na super. Ist ja auch zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Messer? Sie ist zu schwer. Kannst du sie entschärfen? Wenn ich es versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Abkoppeln oder nicht? Das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Einmal abkoppeln. Kommst du? Ja, bitte. Okay, geh durch. Das ist definitiv die Lok. Ja, du darfst auch gerne so
sollst einfach nur da reingehen. Hier können wir vorbei. Na los! Nein! Nein, nein, nein! Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit! Hey! Die Dachluke! Dachluke, Dachluke, wie kommen wir da hin? Denk nicht nach, was du tust, und dann tu es einfach. Komm schon! Schaffst du es? Auch zugeschweißt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz Ohr. Ein Stellwerk! Was? Ein Weichenstellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay, gut. Was sieht denn noch nicht nach Zeit aus? Gut, an dieser Stelle, ich muss einmal kurz in die Pause gehen. Tut mir leid, ich habe schon tierisch überzogen. Ich mache ein kleines Päuschen an dieser Stelle. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Uncharted The Lost Legacy wieder. Wie gesagt, sorry für den Break, aber genau an dieser Stelle. Aber ich habe schon über 40 Minuten da. Gucken wir uns das lieber in der nächsten Folge an. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.